Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sabrina und ihr schaut Sabrina's Books and Crafts. Heute gibt es wieder ein Unboxing, der zweite Teil, aber, oder der erste, je nachdem, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge ich das Ganze dann hochlade. Aber bevor wir hier einsteigen, hi, falls du mich noch nicht kennst, ich freue mich total, dass du mich gefunden hast. Und wenn du mir eine riesengroße Freude machen möchtest, kannst du hier unten auf den Abo-Knopf drücken. Wenn dir gefällt, was du siehst. Und wenn nicht, dann nicht. Und jeder, der mich schon kennt, hi! Ich freue mich auch total, dass du wieder mit dabei bist. Wir packen heute gemeinsam aus. Und zwar... So. Hast vergessen. Und zwar von der Firma One Day Saving. Das ist eine Kooperation und da oben ist das Logo und der Werbungsbutton und so weiter. Ich habe einen kleinen Rabattcode, das heißt, wer bei One Day Saving ein bisschen shoppen gehen möchte, kann 10% mit Sabrinas 10 off sparen. Ich habe es nochmal eingeblendet oder unten in der Beschreibung auf jeden Fall reingetippt. Und ja, daher nicht vergessen einzutippen, weil wäre ja schade, wenn man das darauf verzichten würde. So, wir hatten ja letzte Woche oder... Nächste Woche, Spoiler, das Diamond Painting Unboxing. Diese Woche oder dieses Mal ist es das Kreuzstich Unboxing. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal alle Sachen aus der Tüte zubbeln, die ich euch zeigen darf. Und ich hoffe, dass ich jetzt richtig rum habe und nicht, dass ihr schon alle seht, was es ist. Oh, sehr gut. Sehr gut. Und zwar, wir haben 3 Kits. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, uns 3. Ja, habe ich eins vergessen. Nee. 3. Und ich würde sagen, wir fangen an mit, ich weiß es nicht, mit dem hier. Die goldene Mitte. Und zwar, oh ja, ich glaube, diese Serie habt ihr bei mir schon mal gesehen. Die habe ich jetzt einige Male schon vorgestellt. Das ist diese Serie, bei denen immer irgendwelche Blumen im Hintergrund sind und irgendeine Tasche, ein Rucksack, irgendein Behältnis, in dem man irgendwas tragen kann, im Vordergrund. Dieses Mal sind es die Tulpen und ein Schoolbag, ein Schulrucksack, ein, ja, so ein Beutel finde ich eher. Also es ist eher so ein typischer Beutel, mit dem, wenn man oben mit den 2 Bändeln zusammenpackt. Diesmal ist er so ein bisschen niederländisch angehaucht mit der Windmühle und den Tulpen. Aber ich fand, das hat doch auch was. Ich finde die Farben ganz, ganz toll. Das ist ein 14 Count. Es sollte ein Vordruck sein, weil wer es nicht weiß, ich mache normalerweise nur, so gut wie nur Vordruck, Kreuzstichdinge. Weil ich bin der Meinung, ich mache das so zum Spaß, also nur für mich. Ich mache das für mich so zum Entspannen und zum Spaß. Und wenn ich mich dann in meiner Perfektion vom Zählen noch so stark konzentrieren müsste, dann hätte ich da wahrscheinlich nicht ganz so viel Freude dran. Deswegen mache ich das meistens mit dem Vordruck. Den kann man aber auswaschen. Das Ganze ist auch hier unten nochmal in der Erklärung drauf. Das heißt, hier steht, mit wie vielen Strängen man stickt, wie das Ganze funktioniert, dass man das Ganze auch bügeln kann. Vorsicht, nicht heiß, nicht zu doll. Auch das Auswaschen, auch nicht zu heiß. Nicht, dass sich da irgendwie was verzieht oder die Farben zu sehr auslaufen. Ich habe keine Ahnung, warum, aber wenn es draufsteht, dann halte ich mich dran. Und welche Sticharten es gibt, das ist auch hier unten erklärt. Und das Ganze kommt in so einem schönen Zip. Oder nicht Zip, wie heißt denn das? Diese wiederverschließbaren Teile. Und das Ganze hat die Fäden. Hier ist der Stoff. Und wir haben noch eine Legende sozusagen. Das heißt, eine Legende, das heißt, die Legende sagt, wie viele Farben, welche Symbole. Und hier, das ist nämlich super, super praktisch, finde ich. Das sind die Symbole, also diese 1 bis 9 oder bis 0 und A bis Z.
Die sind immer auf diesen Legenden drauf. Also hier seht ihr 1er, Bs, Cs und so weiter. Und diese Symbole, diese Kringel und Plusse und so weiter, die sind hier drauf. Ich weiß es nicht, warum die das so machen. Keine Ahnung. Aber ich finde diese hier so viel praktischer. Also die hier, bei denen das Symbol das gleiche ist wie auf der Legende. Weil ich muss dann meistens immer erstmal gucken, okay, ich erkenne es nicht, es ist ein X. Also ist ein X ist dann hier die Lila, also müsste das dann der Faden 32 sein. Ich finde das sehr viel einfacher. Ja, und hier, man kann sehen, das Ganze wirkt total chaotisch, als wäre ein Locher explodiert. Das ist Absicht, dass ich natürlich weiß, wo habe ich schon gestickt und wo habe ich noch nicht gestickt. Und ja, also das Ganze ist, das Ganze sind 17x21. Es wird ein bisschen kleiner sein, also das sind auch so diese, ihr seht ja, hier ist dieses Schwarz am Rand. Von hier bis sozusagen zu diesem Schwarz, wo man hier ganz leicht sieht. Hier sind es 17 und von hier sind es 21. Ich weiß es nicht, warum das so angegeben ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber ist ja egal. Ich finde es ganz schön, wenn man das Ganze in den Rahmen packt. Dann ist nicht so press bis zum Rand gestickt, sondern man hat hier noch diese 2-3 cm Rand. Und es kommt auch immer in einem Rahmen ganz schön. Daher, das wird richtig toll. Wir haben den Full Stitch. Das ist das ganz normale X. Den Half Stitch. Da macht man nur den Deckstich, also sozusagen den, der oben drüber liegt. Den French Knot, das ist diese kleinen Knötchen, die sind wunderschön. Und wenn man da ganz, ganz viele gemacht hat, hat man richtig viel Übung, weil bei mir sind meistens meine ganzen French Knots so ein bisschen unterschiedlich aus. Aber ich meine, es ist ja auch selbst gemacht, ist ja auch egal. Und der Backstitch, der bringt nochmal die Kontur, also dieses Außenrum. Also ich sage mal, wie beim Comic, als würde man beim Comic die schwarzen Striche außenrum nicht haben. Dann würde ja was fehlen. So, jetzt gucken wir uns mal die Farben an. Wir haben hier zwei Kärtchen. Eine, zwei. Wir haben hier zwei Nadeln drauf. Ich verzichte immer. Wir haben hier ein bisschen ein Tohuwabohu. Muss man hier ein bisschen auseinander fummeln. Dann geht das schon. Ja, das tuppel ich mir dann schon auseinander. und so, jetzt haben wir es ungefähr, mehr oder weniger. So. Und ich lasse das alles auf den Karten drauf, weil ich finde, es ist ja alles schon hier drauf. Daher brauche ich das nicht. Ich finde es schön, dass hier auch immer noch mal die ganzen DMC-Nummern angegeben sind, falls ihr das seht. Das sind die CMC-Nummern. Das heißt, ich weiß auch, falls mir irgendeine Farbe mal ausgeht oder hier ein Faden zu wenig drauf wäre, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dann wüsste ich, okay, habe ich vielleicht irgendwie in meinen anderen Sachen noch eine Farbe mit der Nummer 5200. Ja, so, also wir haben hier auch total gedeckte Farben. Also mit dem Bild hätte ich fast grellere Farben erwartet. Aber die sind so richtig Erdtöne, also so richtige Erdtöne. Das heißt, die Tulpen sind wahrscheinlich dann diese Farbe. Oder so ein Orange sogar. Mal gucken. Ja, aber sehr, sehr schön. Aber wirklich ganz, ganz so richtig herbstliche Farben, finde ich. Also super schön. Genau. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Ich mache das jetzt einfach so. Ich wickle mir hier die Fäden rum. Lege das hier drauf. Hier drauf. Und das tüte ich dann so, wie es ist, wieder an meinen Zip ein. Und da wartet es, bis es dran ist, bis es sozusagen gemacht wird. Dann komme ich zum nächsten. Das ist dieses wunderhübsche Teil. Und das hier ist auch ein Set aus einer Reihe.
Oh Mann, ich habe irgendwie mich in diese Reihe so verliebt und ich möchte sie haben und ich glaube, ich habe fast alle mittlerweile. Weil es einfach so schön ist. Und zwar dieses hier. Ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich schon so oft gesehen. Und zwar das hier nennt sich Cross-Stitch in Afternoon Tea in Winter. Ich glaube, davon gibt es ja noch in Cross-Stitch in Afternoon Tea in Summer, Autumn, Fall, was auch immer. Ach nee, Fall und Autumn ist das gleiche. In Spring oder sowas. Ich glaube, Spring fehlt mir. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich fand das einfach so hübsch. Ich liebe dieses. Ich kann noch nicht mal sagen, warum. Also ich habe irgendwie bei den Bildern so dieses Gemütlichkeitsgefühl. Und ich mag es einfach so sehr, wenn ich irgendwie mich mit einem Bild identifizieren kann. Und ich liebe es einfach, nur mich irgendwie im Winter, also unabhängig, ob das jetzt Sommer, Winter, Herbst oder sonst irgendwie heißt, ich liebe es, mich mit meinem Hobby auf die Couch zu verkrümeln, Tee zu trinken, Musik zu hören und in dem Fall hier jetzt einen Kreuzstichrahmen zu haben. Ich finde es auch toll, das sind mal diese Garnrollen sozusagen mit drauf. Hier nochmal irgendwelche Blüten sind meistens noch mit dabei oder irgendein kleines Accessoire sozusagen. Und die Teekanne, eine Tasse und dann das Kreuzstichprojekt, was sozusagen das Bild hergibt. Hier haben wir jetzt eine andere Form von Karten, aber die sind auch nicht schlimm. Also ich zubbel mir, weil hier sieht man es ja, dass die ein bisschen hoch geht. Ich zubbel mir dann immer noch mal, dass die ganz unten sitzen, dass hier keiner rausflutscht, weil das wäre ja ärgerlich. Wir haben hier 30 Farben, zwei Nadeln und hier mal aufpassen, nicht, dass ihr da mal irgendwie reinlangt. Die sind nämlich wirklich spitz. Das sind wirklich ganz tolle Farben. Also die finde ich jetzt, sind jetzt weder besonders winterlich noch sommerlich. Die sind einfach wirklich schöne, grelle, kräftige Farben. Also eine Mischung. Die roten sind eher ein bisschen kräftiger, das blau ein bisschen gedeckter. Die sind sehr, sehr hübsch. Und hier mache ich es genauso. Einfach so, jetzt nicht groß ziehen oder sowas. Ja, genau. Und hier, das ist so süß, das ist so niedlich. Das ist so krass. Wahnsinn. Hey, okay. Genau, also hier ist es auch ein viel kräftigerer Druck als bei der Tulpe gerade, aber so schön. Und ich kann mich so sehr nur darauf freuen, auf eines von diesen Bildern, weil die so süß sind. Und ich habe mir gedacht, entweder, wenn man die mal in einen Rahmen bringen könnte, würde, wenn die irgendwann mal alle fertig sind. Ich bin immer am Überlegen, ob ich dann sozusagen hier so zwei, also so zwei mal zwei. Oder ob man dann irgendwie die alle so nebeneinander macht. Aber ich glaube, dann wird es so sehr lang. Also da freue ich mich richtig drauf, wenn ich das mal fertig habe. Vielleicht mache ich dann so ein 2x2 mit den Jahreszeiten. Die sind so hübsch. Jetzt wollte ich nochmal gucken, was habe ich denn hier eigentlich in Stichen. Oh, hier ist auch die Legende, so wie ich die am liebsten mag. Wir haben also, wie gesagt, 28 Farben. Dann die Halbstiche. Geben noch mal ein paar Farben mehr. Und im Backstitch, also im Grunde nichts Aufregendes, wo man sagt, lästig, mag ich nicht. Und ja, das letzte Mal habe ich das nämlich noch beschrieben, dass ich das nicht mag. Und dann kam es im nächsten Kit nämlich. Deswegen sage ich da am liebsten gar nichts dazu. Aber auf die Teile freue ich mich so sehr. Und jetzt das letzte Bild. Und mit dem Bild habe ich wieder was gefunden, wo ich sage, oh nein, oh nein, wieder eine Reihe, wieder so ein Jahreszeitending. Und irgendwie, die haben es mir total angetan. Ich kann nicht sagen, warum. Ich bin mir nicht sicher, wieso, aber ich fand es einfach schön. Und ich dachte mir, oh, die sind auch so toll. Also musste das mitkommen. Und es ist ein bisschen größer, es ist 29 mal 29. Es ist sozusagen der Blick aus einem Fenster. Und die anderen Jahreszeiten, also interessanterweise heißen die nicht irgendwas mit Winter. Ich glaube, das ist die Winter Edition oder der Winterpart. Die anderen haben eben hier keine Schneeglöckchen.
Vielleicht ist es auch Frühling, ich weiß es gar nicht mehr. Ist egal. Die haben dann hier keine Schneeglöckchen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Sonnenblümchen oder Veilchen oder ist ja egal. Und auch immer irgendwas auf der Fensterbank, dann hier den Blick aus dem Fenster mit den Bäumen hinten dran, die sich dann immer ändern oder auch der Blick. Und ja, den fand ich halt echt schön. Oh, die fand ich so süß. Ich glaube 29. Das ist jetzt irgendwie doch größer, als ich das jetzt in meinem geistigen Auge gesehen habe. Ui, das ist wirklich ganz so klein. Eieiei. Wir haben hier so 3 Seiten. 4 Seiten. Hier haben wir wieder die nicht ganz so praktische Legende. Aber das macht ja nichts. Man kommt ja mit allem klar. Aber wir haben hier relativ viel Colorblocking. Das ist, finde ich, schon mal sehr, sehr schön. Wenn ich nicht irgendwie mit einer Farbe, mit einem Faden da so quer rüber hüpfen muss. Und wir haben hier gar etwas, was ich gar nicht sticken muss. Das habe ich ja gar nicht wahrgenommen. Das ist ja super. Oh, die Farben. Oh, die Farben, die gucke ich mir gleich an. Die sind ja toll. Seht ihr das? Die sind ja so schön. Die sind ja richtig toll. Vor allem, die sind so kräftig und so grün und so frisch und stark. Aber ganz schön viele. Ganz schön viele. Und hier haben wir das Bild. Hier haben wir das Bild. Also den weißen Part hier, den muss man nicht sticken. Der ist raus. Das ist schon mal schön. Haben wir sozusagen uns ein paar Stiche gespart. Und also ich hätte mir da hier gewünscht, dass man hier das vielleicht auch mitklossen könnte. Naja. Aber ihr seht wirklich, es ist recht viel Color Blocking. Also man hat hier nicht viele, viele Hüpferwechsel oder ähnliches. Also das ist super. Da könnte ich mir vorstellen, dass man hier fast schnell vorankommt, weil man nicht so die Kästchen suchen muss. Weil ich finde es nichts Schlimmeres, als wenn ich hier einen Stich mache und dann muss ich hier rüber und dann ist hier wieder eins und dann renne ich doch wieder hier rüber. Ah, das finde ich immer ganz, ganz schlimm, wenn man so viel durcheinander machen muss und also nicht durcheinander, aber so rennen, so hüpfen muss. Oder springen oder wie man es auch immer im Kreuzstich nennt, ich weiß es gar nicht. Daher, das finde ich toll. Und wir haben sogar einen French Knot, habe ich gar nicht wahrgenommen. Wo haben wir den denn? Der French Knot. Ich gerade mal gucken. Der ist hier. Und das stellt da. Diese kleinen Pünktchen sind... Keine Ahnung, hier unten irgendwas sozusagen von den Sträuchern draußen. Hier ist der French Knot. Also der hier. Ja, okay, kann man machen. Kann man tun. Ja, also auf jeden Fall von dem hier gibt es jetzt auch noch 3 weitere. Muss ich mal gucken. Weil die sind wirklich hübsch und ich konnte mich da kaum entscheiden. Und dann habe ich so auf mein Herz gehört und es sagt immer Winter. Weil ich ja so ein Wintertyp bin. Ja, ja, auf jeden Fall, ich freue mich total. Und was ich noch erwähnen möchte, ich mache das meistens bei den Bildern, dass ich hier oben so einen kleinen Wasserklecks mache, also bei der 12 oder bei den ganzen Ziffern, Buchstaben, bietet sich das an, weil wir ja schon mal vor, das war jetzt schon fast ein Jahr her, da hatten wir das kleine Problem, dass manche Kits nicht auswaschbar ist, waren. Das waren, bilde ich mir, eigentlich 16 und 18 Counts. Und das hier sind jetzt alles 14 Count. Daher hatte ich da jetzt eigentlich noch nie Probleme. Aber man weiß ja nie. Und bei den meisten Bildern mache ich mir dann hier oben so ein Klitze, wirklich Klitze, 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 kleinen Wassertropfen drauf. Und wenn die Farbe dann so ausläuft, dann weiß man, dass man da auf der sicheren Seite ist. Weil ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Stunden an einem Bild sitzt und dann legt man es ins Wasser und es passiert nichts. Das ist so mein Horror, dass ich da Monate an einem Bild sticke und dann ist es nicht auswaschbar. Daher, ich gucke immer vorher, ob es geht und ansonsten lege ich es sofort weg, sagt dann der Firma nochmal Bescheid und ja. Aber gut. So, auf jeden Fall. Ich wollte euch nur diese kleinen Dinge zeigen, die ich euch hier vorstellen durfte. Ich packe mal alles Mögliche hier wieder hin. Und ich muss echt sagen, das ist richtig süß. Das ist so hübsch. Und ich freue mich total, wenn ich da wieder welche anfangen kann. Ich liebe es, Dinge anzufangen. Sie dauern nur so lange, bis man sie fertig macht. Aber ich denke, ihr kennt das. Und
Ja, ich denke, die Glocken läuten jetzt auch, die Kirchturmuhr schlägt die volle Stunde. Ich würde sagen, wir beenden dieses Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, wunderschönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Wir sehen uns nächste Woche und tschüss!